So wie ich die Sache sehe, es ist ein Frevel, ja. Aber die Götter sind gut. Und wir werden uns vielleicht ihre Vergebung wieder verdienen können. Mit unserem Tun. Vielleicht seid ihr nicht so besorgt um eure Seelen, wie ich das bin. Aber so wie ich das sehe, ziehen wir in eine Schlacht, deren Ausgang ungewisser nicht sein könnte. Und ich werde vor dieser Schlacht ganz sicherlich meine Seele nicht noch einmal belasten. Meine Seele ist mir nämlich sehr wichtig. Ich weiß nicht, wo ihr nach eurem Ableben landen wollt, aber ich will in Burons Hallen Frieden finden. Das mag ja jedem selber überlassen sein, aber so ein Risiko bin ich nicht bereit einzugehen. Ich bin gerne bereit, für die richtige Sache zu sterben, aber meine Seele herzugeben, sie zu gefährden, ist keine Option. Wie es aussieht, bleibt die Last mal wieder an uns hängen, Isarun. Tja, das ist das Los der Magier. Schon seit Jahrhunderten. Die feinen Herren schwelgen in ihren Palästen. Und wir? Habe mir. Ja? Psst. Na gut, ich sehe schon. Es ist nur frustrierend. Ich würde gerne auf diesen Dispens zurückkommen. Ich kann ihn euch, wie gesagt, aufstellen. Einen Moment. Ja, natürlich, hochwürden. Geht einmal ab, kurz in die Sakristei des Boron-Tempels und kommt dann nach ein paar Augenblicken wieder. Gibt euch dann ein Schreiben, was er siegelt und ebenso eingeschlagen hat, in Wachspapier, damit das dann eben auch nicht durch Regen und Nässe durchfeuchtet wird. Immerhin haben wir Frühling und immerhin regnet das die ganze Zeit. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wir gedachten, unsere, nun ja, Waffen dem Boron zu weihen, um sie wirkungsvoller und effektiver im Kampf gegen die Untoten zu machen. Seid euch nicht sicher, dass Boron diese Weihe wieder von eurer Waffe nehmen wird, sobald ihr das erste Grab öffnet? Das werden wir dann sehen. Und so soll es geschehen, wenn es ein Frevel ist. Ich vertraue darauf, dass Boron das Richtige tun wird. Ich werde euch, wie gesagt, auch diese Bitte erfüllen. Gebt mir eure Waffen, damit ich sie zum Schutze wieder den Untod weihen kann. Ja, ich würde ihm dann meinen Säbel inklusive natürlich nicht Verpackung, sondern mit Gehänge geben, Scheide geben und sie ihm überreichen. Ja. Ich hake mein Langschwert ab und gebe es ihm. Langschwert, Säbel, was hat Ömer? Ömer ist gar nicht mitgekommen, denn der ist zur magischen Rüstung gegangen. Du bist in die magische Rüstung gegangen? Ja. Okay, dann hast du keine Boronweihe. Rafim, dein Rabenschnabel. Mein Herr, mir wurde heute zugetragen, dass man sich, damit die Weihe hält, auch gar dem Gotte gefällig verhalten muss. Ist dies richtig? Dies ist korrekt. Ihr seid Alanfana, richtig? Richtig. Deswegen lehne ich dies zwar nur ungern ab, aber ich werde die Waffe wohl dem Chore weihen, denn wir ziehen in den Krieg. Ob ich da Borons Gesetze des Schweigens einhalten kann, ist mir nicht sicher. Aber Chors Gesetze werden... Ich kann eure Entscheidung nachvollziehen. Aber wisset eins, die Gesetze, die wir auf Dere veranlassen, um uns politisch miteinander zu messen, sind nicht die Gesetze der Götter. Wir mögen andere Verständnisse haben von Boron, andere Auffassung, aber die Prinzipien, die Boron in Alvaran erfüllt, sind die gleichen. Es ist derselbe Gott, es ist dieselbe Weihe. Ich nicke einmal, danke euch für diesen Einblick, aber es... Ich kenne mich selber und diese Weihe kommt mit vielen, ist ein Geschenk, aber sie ist auch eine Pflicht. Und im Krieg kann sie auch gar zur Bürde werden. Dann seid ihr sehr weise. Vielen Dank.
Bannstrahler. Nun, auf jeden Fall gerecht haben, dass es eine Bürde ist. Aber die ist es ja nicht ohne Grund. Und ich gebe ihm einen Streitkolben. Gut, dann bekommt ihr 3 Weihen von Boron. Abelmir, Iserun und Jalan. Was tut derweil? Ich glaube, ihr seid dann fertig, oder? Gibt's noch ich irgendwas? Ich gehe noch in den Chortempel. Wenn wir draußen sind, will ich kurz was sagen. Mhm. Ich gehe noch in den Chortempel und lass meine Waffe weihen. War ja eh mein Plan. Ja, dann lass Ayadan noch kurz was sagen und dann kannst du abtreten. Okay. Magistra, habe mir, wenn ihr eine Möglichkeit findet, das gut und sauber über die Bühne zu bringen, stehe ich da gerne hinter. Aber nicht anders. Was versteht ihr unter gut und sauber? Ohne dass es zu Schwierigkeiten kommt. Und vor allem ohne dass es die Leute aufwiegelt. Ich hatte nicht vor, einen Humus-Gin vor den Augen der Dorfbewohner zu beschwören, wenn ihr das meint. Und erst recht, ohne irgendwelche Magie. Es wird nicht möglich sein, einen Humus-Gin zu beschwören ohne Magie. Dann versteht ihr ja, worauf ich hinaus will. Ich kann euch wohl nicht aufhalten, aber ich werde euch andererseits auch nicht helfen, wenn ihr es nicht vernünftig auf die Reihe bekommt. Also handelt ihr genauso wie Rafim und Ömer und... Nicht wahr? Nein, auch der Fähnrich muss seinen Überzeugungen treu bleiben. Das ist schon in Ordnung. Nun gut. Dann, gut, dass wir uns verstehen. Gut, dann gehen wir zu Ömer. Ich glaube, die Weihe oder den Segen von Kor müssen wir auch nicht ausspielen. Den wird Grafim auch ohne Zweifel bekommen. Was tut Ömer oben bei der Akademie der magischen Rüstung? Ja, er geht erstmal zur Haupttür und möchte ganz gerne anscheinend Einlass gewähren, wenn die Wachen, die Gildenwachen ihn reinlassen. Ja, die halten dich natürlich erstmal auf, stehst dann vor einem großen, dreistöckigen Gebäude. Definitiv eine der ältesten Magierschulen des Mittelreichs. Kannst ein paar stilisierte Einhörner erkennen, Greifenhäupter, verzierte Fassade mit hohen, rot verglasten Spitzbogenfenstern. Und die Wachen lassen dich natürlich erstmal nicht rein, sondern erkundigen sich nach dem Woher und Wohin. Halt, wer seid ihr und was möchtet ihr? Gaugraf Ömer Ibn Hamil von Helmenport. Ich möchte ganz gerne die Akademie, weil ich ganz gerne begehre, Schutzartefakte zu kaufen. Schutzartefakte zu kaufen. Also gut, dann werden wir euch selbstverständlich einlassen. Kann ich noch einmal das Siegel von euch sehen, einen Ring oder so etwas? Und man zieht das Schreiben raus und reicht's rüber. Bin gespannt auf die Augenbraue, sobald die sieht, dass es heute ausgefüllt wurde, gestern. Wird einmal kurz begutachtet. Das ist zwar ein Schreiben für Dapazien, aber ihr seid Gaugraf und ich werde die Worte von Reichsregentin Ömer nicht anzweifeln. Wenn sie ein solches Schreiben, Ömer, Ibn Hamil, glaube ich, dann sollt ihr auch Artefakte von uns erstehen dürfen. Tretet ein. Ömer nickt nur gönnerisch und tritt ein. Möchte Eldan Gorbas vielleicht gerade oben auf dem Flur herumlaufen? Der Junge hat null Skills in der Richtung. Lass mich nachgucken, ob die überhaupt was kann. Kommt drauf an, was will er denn überhaupt haben? Ja, dann lass dich doch einfach mal. Geh doch einfach mal dahin und spiel uns den Eldan Gorbas. Der hat vielleicht Artefaktmagie studiert. Werden wir dann sehen, was immer. Also, ne, du machst ihm das. Er ist jetzt ein NPC. Er ist kein PC mehr, er ist ein NPC. Ja, der Herr Praiust. Er weiht uns in all unseren Stunden. Immer während du dann auf den Gängen herumläufst, kannst du sehen, wie da wohl jemand verträumt mit ein paar Mappen herumläuft. Sind da wohl große Leinwände, frisch bemalt oder so etwas. Und das ist doch Eldan Gorbas. Du hast ihn lange nicht gesehen, aber du erkennst ihn wieder. Gelehrter Herr Gorbas? Was? Ach. Täuschen mich gar meine Augen? Was macht ihr denn hier? Na. In der Akademie? Ich bin doch Gaugraf geworden, jetzt wollte ich mir ein paar Schutzartefakte zulegen. Ömer! Du sollst doch nicht flunkern. Da schaut der Herr Praios aber gar nicht auf dich herab mit einem Lächeln. Man lächelt, lässt das Dokument in seiner Hand aufklappen. Nein,
Die Reichsregentin persönlich hat gestern gesiegelt, dass ich jetzt Gaugraf bin. Wartet! Er schiebt das Dokument einmal auf. Er schaut dich an. Gar wahrlich. Er geht einmal mit seinem Finger über die Unterschrift. Scheint echt zu sein. Mein Herr Gaugraf. Eine Ehre. Wenn euer Hochgeboren oder einfach Ömer für euch. Ah, natürlich. Euer Hochgeboren. Der Stand will ja wohl verdient sein. Was kann ich für euch tun? Ich möchte, wie gesagt, Artefakte kaufen und ich hatte entweder an Schutzartefakte gedacht oder verstärkende Artefakte gedacht. Ah, und da seid ihr natürlich zu besten Magiern in ganz Gareth gekommen. Zu uns, der magischen Rüstung natürlich. Ihr wurdet genau mir empfohlen. Wünscht ihr denn? Ihr wurdet mir empfohlen von einem Pfeil des Lichts, mit dem ich zusammenarbeite. Ja, wirklich? Pfeil des Lichts? Ihr pflegt ja nur die beste Gesellschaft. Bin beeindruckt. Gaugraf, Pfeil des Lichts. Was habe ich nur alles verpasst? Ja, ihr habt den Aufstieg des Ömer verpasst. Naja, wenigstens kann ich euch in eurer ganzen Glorie jetzt erleben. Was genau habt ihr in etwas Genaues gedacht? Hat der Pfeil des Lichts schon etwas empfohlen? Kennt man ihn vielleicht? Isarun von Spogelsen ist ihr Name. Ah, Fräulein von Spogelsen. Man hört ja nur Gutes. Naja, diese Tobrier sind ja gar rüpelhaft im Norden, aber man hört nur Gutes über die Fräulein von Spogelsen. Ach, die, da nehmen wir mindestens 300, wahrscheinlich bis 500 Tobrier demnächst mit und werden die aus Gareth herausführen. Das heißt, die Tobrier-Plage wird deutlich eingedämmt durch uns. Du merkst, ey, dann beugt sich etwas an dein Ohr. Die Tobrier, sie sind gar Rüpel. Wir werden sie schon militärisch dazu bringen, Schwarztobrien mit uns anzugreifen und erfolgreich sein, wenn wir die Feinde der Dunkelheit zurückschlagen. Ja, Schwarztobrien wollt ihr erobern? Ihr habt euch ja hohe Ziele gesetzt. Na dann will ich euch mal zu meinen besten Kräften unterstützen. Also, was hat die Fräulein von Spogelsen euch empfohlen? Ja, also ich dachte daran, dass wir vielleicht über ein Guardianum-Artefakt reden, welches den Kantus beinhaltet. Und ich dachte da an die Möglichkeit der Semipermanenz, dass es sich sozusagen wieder selbst rehermetisiert. Und das Ganze dann vielleicht in einem Zyklus von einer Woche zum gleichzeitigen Schutz von Schadensmagie, Schadenszaubermagie, aber auch zum Schutz gegen geistige Beherrschung. Das wird aber nicht billig. Nun, deswegen bin ich ja hier, um einen Kostenvoranschlag zu holen. Ich muss zu meinem Unverständnis zugeben, dass ich selber nicht in der Lage wäre, so etwas herzustellen. Aber ich bin mir sicher, wir haben hier einige fähige Magister, die sich da um euch kümmern würden. Seid ihr sicher, dass ihr euch das leisten könnt? Nun, ein Kostenvoranschlag wird ja wohl, denke ich mal, für... Für so jemand wie euch? Natürlich. Entschuldigt. Wartet, ich führe euch zu dem richtigen Herrn. Und Eldan schreitet vor dir voran. Du merkst, er sortiert seine Papiere. Ja, der Herr Praios. Wisst ihr, ich bin schon gar weit fortgeschritten. Ich bin schon fast in meiner Weihe. Wisst ihr? Aber ich habe es noch nicht ganz geschafft. Naja. So, folgt mir. Ja, Johnny, weißt du, was sowas kostet? So, den Artefaktgenerator gestartet. Die Sonderfähigkeit Kraftkontrolle wird wahrscheinlich vorhanden sein. Die Fähigkeit Semipermanenz 1 wahrscheinlich auch. Und das Buch Ringkunde wird man wohl auch gelesen haben als Artefaktmagier. Den Akanovi auf welchem Wert hat man den denn wohl, wenn man hier arbeitet? Er kann dir 10 Zettel für Stern zur Verfügung stellen. Aus der Gareth-Box den offiziellen Magier, den offiziellen Mann Meister Syronius benutzen. Also ein offizieller Charakter, das ist ein Magier, der aus der Stab- und Schwertakademie stammt, der Artefakte verkauft. Der aber nie ausgetreten ist aus der Gilde oder so etwas. Wenn er aus der Stab und Schwert ist, warum bist du in einer magischen Rüstung? Der ist magische Rüstung, entschuldige. Okay. Welche Seite der ist das? Magische Rüstung? Der ist hier in dem Buch Kaiser Gareth, Kaiserstadt des Mittelreichs.
Und dort im Buch auf Seite 42, 41. 42 sind die Werte, 41 ist die Grundbeschreibung von ihm. Gut, hat er da auch schon ein fertiges Artefakt? Er hat sogar mehrere fertige Artefakte grundsätzlich. Vollendete Artefakte. Hat aber auch vor allem, alle Werte. Durchschnittlicher. Also alle Attribute und Zauber da stehen, die wichtig sind. Der Zauselbart. Ja, also wir kommen auf ungefähr. Er braucht einen Akanovi. Er muss sozusagen einmal den Guardianum für 2 ASP bezahlen, also sprich 3 ASP minus 1 von Kraftkontrolle. Und dann ist das Artefakt auf einem P-ASP, kostet 12 ASP und bringt dann einiges an Sternchen. Wenn der 16 Sternchen übrig behält, minus 5 wegen der Modifikation für geistig, dann hat er 11 Sterne übrig. Kann ich noch für Dämonen reinnehmen? Ich habe gewürfelt 8, 5, 3, also ist mit allem irgendwie drunter. Dann bringt er seine maximalen Punkte mit ein. Genau, so, dann haben wir sozusagen, also der wichtigste Punkt für die Kosten aktuell ist, er brauche 12 ASP, das sind 24 Dukaten, 1 PSP, das sind 50 Dukaten und dann natürlich der Faktor, dass sie nicht preismäßig irgendwie P5 sind, was ja der Startpreis ist, sondern P9 sind und dann sind das eben nochmal 40% mehr, meine ich. 80. 80% mehr. Also, das ist ein Guardianum, ja? Es ist ein Guardianum. Dann sind sie 80, ansonsten wären sie nur 60 bei Antimagie. Semi-Permanenz kostet nicht extra, kostet aber ZFP-Stern beim Akanovi, aber das wird Johnny eingerechnet haben. Ja, genau. Wenn man das nämlich richtig kalkuliert, weil der den Akanovi Semi-Permanenz so hoch hat, muss er den nur einmal sprechen, trotz der Erschwernisse und der erforderlichen Sternchen, die er braucht. Und genau deswegen kommt er eben auf diese Zahlen. Also außerdem gibt es einen Teiler für die PHSP in den Keller, aber das ist bei 3 HSP egal. Was kostet das insgesamt? Mal 1,8. Also 133,2 Dukaten. Also 140. Ja. Ja, dann kann dir der gute Syronius gemeinsam mit Eldan Gorbas einen Kostenvoranschlag geben von 140 und wenn du es innerhalb vom heutigen Tag noch abholen willst, 150. Dann kannst du heute Abend nochmal wiederkommen und kriegst es für 150 Dukaten. Dann will ich aber noch den Dämonenschutz mit rein, der natürlich die Sternchen wieder um 5 Punkte senkt, aber das ist mir dann lieber als alles andere. Gut. Dann ja. Kannst du wieder zurückgehen oder noch irgendwas? Nö, das ist dann alles. Okay. Ja, dann könnt ihr wieder zurück zur Witwe Putz, wo dann die anderen aus dem Bohrentempel wiederkommen. Raphim kommt etwas später mit dem Chor, mit der Chorweihe auf seiner Waffe und Öme hat ein Artefakt mit einem Guardianum. Wie geht's weiter? Ja, Ömer hat jetzt auf jeden Fall um den Hals hin. Obwohl, das ist wahrscheinlich noch gerade in der Macht, das kann ich wahrscheinlich heute Abend abholen. Anson hat euch, wie gesagt, am gestrigen Tage die Pferde vorbeigebracht, die Satteltaschen. Und bereits kann er euch erzählen, dass es im Wallgraben in den Rosskuppeln gibt es bereits die Rüstungen, sind da dann euch in der Störrebandkontor geliefert worden, da wo eigentlich eure Säcke stehen. Ne? Stetig kommt dann irgendwas dazu, stetig wird da irgendwas abgeliefert und dann wieder zurück zum Pereine-Tempel gebracht und da könntet ihr dann eure Rüstung entgegennehmen. Die sind dann auf Karren verladen. Dort steht dann auch eure Schmiede und auf Zuruf würden dann wohl auch die 360 Tobrier warten. Was machen wir mit den restlichen 400 Goldstücken, die noch übrig sind? Aus der Gala. Ist davon die Schmiede schon bezahlt? Denkt an die Söldner, die werden auch viel Geld kosten, oder habt ihr die schon einberechnet? Was verlangen diese? Pro Tag etwa? Lasst mich nicht lügen, 50 Mann, 2 Silber am Tag, plus der Söldnerführer, der kostet 8 Silber am... Ne, der kostet eine Dukate am Tag, also 49 mal 2 plus eine Dukate... Sind wir bei 11 Dukaten, richtig? Irgendwas um 15, richtig. 11. Ja, das ist doch nah an 15 dran. Nicht ganz, aber... Wenn wir sie für 4 Wochen anstellen wollen, sind das schon mal 300 Dukaten und ein paar zerquetschte. Richtig. Und die Wagen, habt ihr schon genug Wägen gekauft? Und Wägenfahrer? Wir wollten. Ich
hoffe und denke, die Tobria können uns in dieser Sache vielleicht helfen. Es sind dann wahrscheinlich nicht nur Schlager tot, sondern auch normale Bauern. Wir haben doch keine Wägen. Wo sollen die denn Wägen her haben? Die sind hier hingeflogen. Nein, die Wägen können. Die Wagen, die Mehrzahl von Wagen ist Wagen immer noch. Sicher, bei uns sagt man Wägen. Nein. Ein Wagen, zwei Wägen, genau. Nein. Wie auch immer. Diese wollten wir doch requirieren, meines Wissens nach, nicht wahr? Ja, aber doch erst in Darpazien. Wir brauchen doch jetzt. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall noch Karren. Und wir haben schon mal Karren, in denen die Rüstung geliefert wurde. Wie gesagt, jetzt Karren. Karren. Und ihr solltet euch wirklich Gedanken machen über eure Aussprache, eure Orthographie. Das ist nicht meine Hauptsprache. Orthographie wäre schreiben. Das ist ja wirklich schrecklich hier. Egal, also die 60 Leute, die sich gestern noch für den Tross gemeldet haben, da werden sich mit Sicherheit welche finden, die auch so ein Fuhrwerk lenken können. Sicherlich, sicherlich. So, Karren brauchen wir, noch ein bisschen Proviant und dann können wir die Leute eigentlich losziehen. Mhm, genau. Könnten wir nicht etwas von diesem Hafer nehmen? Wollt ihr die ganze Zeit nur Hafer essen? Und ich dachte mir an mein Haferbrot oder Haferkekse oder was auch immer was Hafer macht. Ich habe keine Ahnung. Ihr könntet auch zu einem Bäcker gehen und versuchen, ein wenig Hafer gegen ein wenig Zwiebeln einzutauschen. Das wäre auch möglich. Ich esse nicht die ganze Reise lang nur Zwieback, dass wir das kurz besprochen haben. Sobald wir in der Partie sind, könnt ihr jagen. Na, du hast doch ein Pferd mit Sattelteilen, da passen irgendwie 60 Stein Sachen rein. Das heißt, wenn du da irgendwie 30, 40 Stein Nahrung mitnimmst, kannst du da dir das Köstlichste einpacken, was es hier so gibt. Das stimmt natürlich. Ihr solltet eigentlich nicht vor den anderen Leuten essen, also eure besseren Sachen auspacken. Das würde etwas die Moral stören. Ich dachte, das wäre ein Vorrecht, so als Wohlgeborener. Selbstverständlich, die Adligen essen immer besser, die müssen schließlich bei Kräften bleiben. Richtig, richtig. Aber ja, ihr mögt recht haben. Naja, die Söldner werden vermutlich auch nicht nur Zwieback essen. Vermutlich nicht. Wie bezahlen wir jetzt eigentlich diese Tobria? Gar nicht? Nee, die Tobria werden nicht bezahlt. Aha. Wir müssen denen nur ihre Bewaffnung, ihre Rüstung und den Proviant stellen. Oh, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Na dann lasst uns ein paar Wägen auftreiben, wo die Waffen reinkommen. Die sollten abholen, die Tobria abholen und losmarschieren. Und irgendwer muss nochmal Kiaras einsammeln, der schon wieder hin ist. Keine Sorgen, da melde ich mich großzügigerweise freiwillig für. Sehr gut, sehr gut. Und ihr meint wirklich nicht, wir sollten noch etwa diesen Brabaka befragen? Wollt ihr denn von einem Brabaka? Ich möchte ihn gerne zu vielen Dingen befragen, aber nichts davon, was uns weiterhelfen würde jetzt gerade. Ihr wisst doch gar nicht, ob er uns weiterhelfen kann. Vielleicht hat er ja... Das war nicht die Aussage hier bei mir. Das war nicht die Aussage hier. Denkt an eure Boronwein. So viel sprechen ist nicht gut. Und Rafim lächelt breit. Wir sollten uns vermutlich noch mit dem Erzmagier darauf verständigen, wann wir abreisen. Er wollte doch mitkommen nach Wehrheim, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, das könnte ich übernehmen. Gibt es sonst etwas? Sonst würde ich mich gleich auf den Weg machen. Was war mit den Waffen? Werden die geliefert? Wurden die schon? Die Waffen wurden bereits geliefert. Die liegen oben bei den Rüstungen in der Lagerhalle bei Rosskuppeln. Hervorragend. Ein paar Speere, ein paar Äxte. Übliche Sammelsurium halt. Wir sollten auch die Karte mit dem von Darpazien, die hier rum liegt. Nicht, dass sie jemand vergisst nachher. Glaubst du nicht? Wir wollen ja nicht, dass Frau Prozzi versehentlich in den Abfall wirft. Möchte die Wägen-Fraktion sich um die Wägen kümmern? Fangt ja auch schon damit an. Es heißt Wagen. Das ist doch vollkommen egal, wie das heißt. Das ist mir bewusst. Stellt das
Kaiserhaus sowas denn nicht? Ist das nicht Material? Die Armee braucht ebenfalls Wägen. Ich schüttel den Kopf. Da habt ihr recht. Naja, ein oder zwei werden die doch schon abgeben können. Könnte uns nicht Störbrand zu einem geringen Preis helfen? Sicherlich haben wir noch so viel Geld, nachdem wir die Rücklage für die Söldner berücksichtigt haben. Nun ja, Söldner werden doch in der Regel erst nach der Schlacht bezahlt, oder? Söldner werden ihren Standsold bekommen sie für gewöhnlich in regelmäßigen Abständen. Ja. Ich würde auch einiges Geld zurücklegen, wenn die Männer verletzt werden, wird das deutlich teurer. Man zahlt Totengeld, Verletzungsgeld, Bewundungsgeld, jede Menge Zeug. Das wird teuer. Wird teuer, da hat er recht. Ist ja schließlich nicht das erste Mal, aber man sollte meinen, ihr wüsstet das mittlerweile. Und wenn wir es dann nicht haben, dann haben wir ein ganz großes Problem. Jedenfalls, wir haben doch die Wägen, auf denen... die Wägen, auf denen die Sachen geliefert wurden. Ich glaube nicht, dass die noch dort stehen. Ich glaube auch nicht, dass die uns gehören, weil die darauf Sachen geliefert wurden. Meine Güte, lass uns einfach einen Wagen kaufen. Was kostet er denn? Kann doch nicht so schwierig sein. 100 Dukaten. Wie viel? 100 Dukaten, plus minus. Ach du Scheiße. Vielleicht können wir uns ja einen leihen. Ich würde vorschlagen, wir fragen Störrebrand, ob er uns zu einem vernünftigen Satz einige Wagen zur Verfügung stellt. Für eine gewisse Leihe, für eine Miete. Gehen sie kaputt, müssen wir sie bezahlen. Gut, aber mir. Hier handelt es sicherlich mit Störrebrand aus. Mir sicher, er macht euch gute Konditionen. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, aber nur gut. Ich will mein Bestes probieren. Ich war schon zweimal dort und habe angemietet. Es wird Zeit, dass man jemand anders macht. Dann kennt ihr ihn doch viel besser als ich. Ja. Richtig, er hatte schon mehrmals die Gelegenheit, Yalan kennenzulernen, deswegen ist es vielleicht besser, wenn ihr geht. Ach, ihr meint neue Gesichter und so? Warum hat er schon mehrmals die Gelegenheit festzustellen, dass der Rahmen meiner Kreditwürdigkeit sich dem Ende nähert? Ihr habt doch hoffentlich den Kredit zurückbezahlt, oder? Sagt mir nicht, ihr habt den Kredit nicht zurückbezahlt. Habt ihr innerhalb der Einnahmen, die wir gemacht haben, die 1300 Dukaten zurückgelegt, um den Kredit zurückzuzahlen? Ja. Dann werde ich dies wohl tun. Mir war nicht sicher, ob das Geld ausreichen würde. Aber dann haben wir ja noch genug Geld, warum... In der Tat haben wir das. Stellt euch da nicht so an. Ich glaube, ein Kredit bemisst sich nach der Laufzeit. Je länger ihr diese Laufzeit hinauszögert, desto teurer wird er. Die Laufzeit ist ein Jahr und ein Tag. Das daran muss also zurückgezahlt sein. So wie es sich gehört. Nun gut, ihr habt verhandelt. Ihr wisst sicherlich, was ihr tut. Nun, dann haben wir ja genug Geld. Was machen wir damit? Wägen kaufen! Genau, wir brauchen Wägen. Wägen kaufen und zwei Ochsen für jeden. Was ich mit der Ochsen zahle, weiß man nicht, aber ich nehme nicht. Wäre es nicht trotzdem einfacher, dann diese Wagen zu mieten? Für jeden der Wägen natürlich zwei Ochsen. Was ist denn Mieten, Abelmir? Nun ja, wir mieten sie für eine gewisse Dauer und bringen sie zurück. Sollten sie beschädigt sein, müssten wir einen gewissen, nun ja, die Wagen ersetzen, beziehungsweise die Reparatur leisten. Ja, und wer soll die zurückfahren? Wer macht denn sowas? Leihen tut man doch nur unter Freunden und Familie. Wir wollen diese Wägen in ein Kriegsgebiet fahren, Abelmir. Durch der Partien, quer hin, quer wieder zurück und dann nochmal quer wieder hin. Genau. Die werden Schrott sein. Und ihr wollt, dass Störrebrand uns die gibt mit dem Versprechen, dass wir die schon heil zurückbringen und ihm ansonsten entschädigen, wenn wir überleben. Das ist wesentlich günstiger, als sie gleich zu kaufen. Ich glaube nicht, dass wir das Angebot überhaupt gemacht bekommen, wenn wir da nicht irgendwie einen Stein bei denen im Brett haben. Lass den erst einmal haben wir noch einen Stein bei dem Brett. Vergesst fest und nicht. Zum anderen, lass den doch vorhanden. Vielleicht funktioniert's ja. Es wäre zum Teil Forscher. Vielleicht kann er uns einige Wagen verkaufen, die er nicht mehr benötigt. Vielleicht können wir einen Sonderpreis heraushandeln.